Hallo zusammen. Ja, wie seht, seht ihr nur Karton. Ich habe den schon mal aufgemacht und umgeklappt, weil ich die Adresse jetzt so schnell nicht abbekommen habe. Deswegen habe ich schon mal geöffnet und das hier umgeklappt. Ja, ich habe einen Tausch vereinbart mit der. Ich werde jetzt ihren YouTube-Namen nennen. Ich weiß nicht, ob ich den Vornamen erwähnen darf, deswegen nenne ich jetzt ihren YouTube-Namen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zwar habe ich einen Tausch mit der lieben Miss Clutterbug gemacht. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass sie mir mal geschrieben hat, dass sie auch mal Videos machen wollte. Also bisher sind jetzt noch, also jetzt sind noch keine Videos da. Ich habe da mal nachgeschaut, aber ich werde den Namen einfach trotzdem mal in die Beschreibung reinhauen. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Miss Clutterbug. Am Anfang mit C geschrieben. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte sie für das letzte Gewinnspiel von mir ja eine Buchbox gebastelt. Ne, ihr erinnert euch vielleicht noch an das letzte Gewinnspiel und ja, da haben wir jetzt einen Tausch ausgemacht. Und ja, ich habe ja auch eine Buchbox gebastelt, die geht dann auch bald auf Reisen. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Also ich weiß ja dann schon, wie die Buchbox aussieht. Einen Moment. Die Post schaue ich mal schnell rein. Es ist ein Grusel, The Walking Dead Kawaii Mix geworden. Aha. Ja, dann schauen wir doch mal. Ah, das Papier ist süß. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier. Da, so süßes Papier. Ich sehe hier einen Halloween-Beutel. Die gibt es doch, glaube ich, im Teenie, oder? Ich meine, da habe ich die mal gesehen. Da. Ich hole den Beutel mal raus. Der ist vollgepackt, der Beutel. Was hast du getan? Oh mein Gott. Ja, der Beutel ist schon alleine total cool. Boah, hier mit so Vampirzähnchen. Voll süß. Toller Beutel. Oh, hier liegt irgendwas herum. So. Ach du meine Güte. Okay. Okay. Die Tüte habe ich auch. Die ist doch von Stationary Heaven. Ja, ne? Oh mein Gott, was hast du denn hier alles reingepackt, Mensch? Ja, ich sehe es. Das hätte wirklich nicht in die Buchbox gepasst. Ne? So, Beutel. So, legen wir mal schön hier hin ein bisschen, ne? So, hier voll schön dekoriert, ja. So. Schauen wir uns mal zuerst die Buchbox an. Die Tüte ist so cool. Irgendwie raschelt es. Ja, ich weiß noch ungefähr, wie die ausschaut. Deswegen raschelt das so. Es ist eine Walking Dead Buchbox.
Ja, das Bild, also das hier, das Cover hat sie mir per Foto halt, ne, per E-Mail geschickt, wegen dem Gewinnspiel. Ja. Oh. Du hast mir ein Haar mitgeschickt. Durch meinen Weg, ne? Ah, Karl! Und Rick und Carol ist auch da. Das sind so meine Lieblingscharaktere. Hier Rick, Karl, Carol und naja, eigentlich Glenn, aber Glenn gibt's ja nicht mehr. Und Jesus. Ne? Jesus, Jesus. Das sind meine Lieblingscharaktere. Aber vor allem die beiden. Ach ja, richtig cool mit diesem Rot. Es geht jetzt bald weiter am 23. Dann werde ich wieder ausflippen und dann werde ich wieder da sitzen und hoffen, dass dem Karl nichts passiert. Ich habe immer Angst, wenn Negan in seiner Nähe ist. Das ist einfach nicht gut. Also die Leute, die die Serie gucken, die wissen, was ich, wovon ich spreche. Und Hinkebamsel. So Glöckchen. Totenkopf. Und irgendein Pfeil oder so. Eine Spitze. Jo, dann öffnen wir das mal. Ja, ich hoffe, dass dir meine Buchbox gefallen wird. Sie ist fertig. Da haben wir den guten Wick. Da steht sogar Wick. Wo ich muss ja sagen, jetzt mal so als Frau, ne? Ohne Bart finde ich den total schrecklich. Also, ich weiß nicht. Also, ne, so hier. So mag ich den gar nicht. Also mit diesem 3-Tage-Bart da. Das war schon wieder ein bisschen zu viel. Da wurde es ja schon auch grau ein bisschen. Oh Gott, voll die Fachgespräche hier. Egal. Oh, das ist schön. Wie steht ihr denn so zu Bär? Zu Bärte. Zu Bärten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Yay! Nein, Quatsch, ich rede Unsinn. So, jetzt gucken wir uns aber mal hier endlich die Goodies an. Meine Güte. Ja, diese schöne Tüte vom Tidi. Aber so ein Bart steht auch nicht jedem, ne? Ja. Mein Freund hat auch ein Bart. Aber er sieht auch ohne Bart gut aus. Egal. Das hast du selbst gemacht, oder? Das selbst gemacht, weil ich sehe hier so Rillen wie von so Fingerabdrücken. Oh, ist das schnuffig! Oh, ich mag Lebkuchenmänner. So süß, Dankeschön. Dann auch noch zwei davon, das ist super. Oh, wie niedlich! Und hier haben wir noch einen Charme, einen großen Schlüssel. Ach Gott, wie süß! Au, hier haben wir ganz viele Totenköpfe. Und einen Drachen sehe ich hier. Da. Wow, so viele Totenköpfe. Cool, Dankeschön. Ach, hier ist noch ein Drache.
haben wir hier diese, ne, Muffinstäbe oder Kuchenstäbe. Übrigens, der Inhalt hier hätte doch völlig gereicht für einen Buchbox-Tausch. Ich nur mal so erwähnen, ne? Das sind, glaube ich, diese Nail-Sticker vom Teddy. Die Katze. Dann haben wir hier. Was haben wir denn hier? Ach! Karl Grimes, wie so ein Tattoo, ey. Jo, klebe ich mir auf meinem Arm. Nein, Quatsch, mache ich natürlich nicht. Karl Grimes. Was ist das denn? Der Blick, ey. Der Blick. Oh, ist das lustig. Was ist das? Trading Cards? Boah. Du hast mir Trading Cards eingepackt. Gott, dieser Blick ist echt unbezahlbar. Also, okay, der hat ja eh manchmal so komische Gesichtszüge drauf. Züge. Englisch. Wusste ich gar nicht, dass es von der Serie solche Karten gibt. Season 3. Staffel 3. Ja, so mag ich ihn am liebsten. Hier mit diesem so ein bisschen Bart. Karl! Oh, das Glenn. Oh Mann, der wird echt fehlen jetzt. Also ich hätte den echt gerne im Kampf gegen Negan gesehen. Aber naja, gut, in den Comics, naja, ist er ja auch gestorben. Ach ja, die Serie ist schon toll. Mich schon Karl, als er noch kleiner war. Boah, krass, oder? Der sieht ja jetzt ganz anders aus, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Nochmal Karl. Karl. Oh Mann. Okay, da ist Daryl. Den alle irgendwie toll finden. Ist schon ein cooler Typ, aber ich mag doch eher Wick. Der packt mich jetzt nicht so, der Charakter. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielen lieben Dank für die Karten. Kann man ja auch irgendwie verbasteln vielleicht. Und oh, halt. Oh, der Blick, der ist nicht gut bei Wick. Nicht gut. Dieser verzweifelte. Naja, ihr kennt es ja. Oh, ich finde ja immer diesen Blick krass bei Rick, dieser, ja, dieser, soll man sagen, dieser eiskalte Blick manchmal von ihm. Das ist immer krass. Richtig cool, die Buchbox, da freue ich mich. Richtig, richtig toll. Und hier, was? Die da. Ich frag gar nicht. Nein, der möchte nur darauf klettern. Ja? Ne, süße Schäfchen. Das ist ja niedlich. Oh mein Gott, du hast mir Memo-Papier eingepackt. Oh nein, oh nein, oh nein.
aber das kannst du doch nicht machen. Ui. Oh. Dann werde ich dir auch welches einpacken. Sentimental Circles. Ja, toll. Das habe ich gar nicht. Süß, süß, süß. Ja, ja. Das habe ich auf gar keinen Fall. Das auch nicht. Gerade ich wieder ins Schwärmen. Oh, das ist ja ein tolles Memo-Papier. Das ist ja hübsch. Okay, die sind alle hübsch, aber das war gerade so besonders. Oh, ein toller Thron. Schon wieder umgezogen. Oh, toll. Oh, ist das toll. Da wird wieder umgezogen. Da auch. Ach, ist das schön. Da haben wir Amy und Tim an Weihnachten. Ei, Schneemann. Oh, sie versucht den. Versucht sie den Schneemann zu umarmen? Ja, da ist ein Arm, der andere Arm ist wahrscheinlich dann ja halt auf der anderen Seite. Ja, wird schwierig, den zu umarmen. Bin ich jetzt durch? Nee, ich glaube nicht. Mochi Mochi Panda. Die kennen wir ja auch. Das kenne ich gar nicht. Hungry, das bin ich. Das bin ich. Hungry. Ja. Toll, da ist ein Wurm, der Hallo sagt. Schön. Ist eine gute Idee, bei dem Hund da zu sein, der hungrig ist. Dicke Küken? Dicke Vögel, Küken. Das ist ja lustig. Mami Guma! Den mag ich auch. Den mag ich auch. Ach, ist das süß. Was passiert da? Oh, ist das toll. Du hast aber schönes Memo-Papier. Wo eigentlich ist fast jedes Memo-Papier irgendwie schön. Der klaut da die Decke. Oh. Ach, da haben wir dieses neue Vieh da. Dieses Wal-Ding. Ach, ist das lustig. Oh, wieder Mami Goma. Toll. Süß. So, jetzt bin ich aber durch, ne? Ja. Oh, vielen lieben Dank für das schöne Memo-Papier. Ja, da freue ich mich ja immer drüber. Er möchte klettern. Vielen, vielen lieben Dank. Das hätte aber wirklich, das hätte aber eigentlich gereicht für ein Buch. Buchstausch. Oh Mann, da muss ich mir echt dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ich schreibe dir einfach. Ich schreibe dir einfach mal. Und hier sehe ich schon, das lacht mich schon ja die ganze Zeit an. Das Säckchen hier. Oh. Oh mein Gott. Thank you.
Na, ich krieg das Teil hier nicht raus. Erstmal das hier. Oh, Flatbacks, Flatbacks. Die habe ich alle noch gar nicht. Tja, die wandern natürlich alle ins Sammelglas, ne? Ui, süß. Vielen lieben Dank. Oh, ist der schnuffig. Danke, danke, danke dir. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ach, hier ist, habe ich dann zum Aufhängen. Geht das dann so? Man hängt das dann hier. Ist ja cool. Oh, aber noch so direkt 4 Stück, Mensch. Dankeschön. Jetzt packe ich erstmal wieder alles hier rein. Voll süß in diesem kleinen Säckchen hier. Dankeschön. Ups, da habe ich was vergessen. Was ist das da für eine Kiste? Hm? Oh, oh, eine Banane! Eine Kawaii-Banane! Oh, ist die weich! Oh, weich, weich! Da freut sie sich, oder? Die freut sich doch jetzt, die Banane. Oh Gott, ich hör auf. Oh, ist das süß. Dankeschön. Ich glaube, die habe ich mal bei Ali gesehen. Ich meine, mich da erinnern zu können. Süß. Dankeschön. Die wird bei mir aufgehangen. Süß. Oh mein Gott, da sehe ich Glenn und Carol. Glenn und Carol Sticker? Oh, das sind, oh mein Gott. Bist du denn verrückt geworden? Was frage ich eigentlich? So Kapselsticker, oder? Was ist das hier für Pinner? Ah, okay, dann klebt das, wenn man das abzieht. Okay. Von Rilakkuma. Och Gott, Mensch, du. Dann haben wir hier... Also, es gibt von The Walking Dead so Kawaii-Sticker. Das Karl. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Carol und Glenn. Wie cool ist das denn? Wahnsinn. Gibt's doch bestimmt wieder bei Ali oder so, oder? Hier haben wir Molang-Sticker. Oh mein Gott, ich war gestern in Saturn, um mir das neue The Evil Within zu kaufen. Also das Spiel, The Evil Within. Und da habe ich Molang-Plüschis gesehen. In Saturn. Ich hätte mir gern so einen weißen Hasen mitgenommen, aber nein, das Spiel musste her. Süß. Ne, falls ihr den voll gerne mögt, dann schaut mal in eurem Saturn. Vielleicht befindet sich bei euch auch Molang-Stofftier. Süß, nochmal diese Sticker. Ach Gott, Mensch. Oh mein Gott, hier haben wir noch ganz viele Sticker-Flakes. So Hasis. Die tollen. Oh, da die tollen Pandas. Noch ein Hase. Gott, wie schnuffig. Ach, die kenne ich doch hier, diese, ja, diese Hasen hier. Hat mir doch schon mal jemand was von geschickt. Der ist doppelt.
Oh, mein Pflaster ist umgeknickt. Upsi. Ach Gott, wie süß. Und das alles kommt in so einer süßen Box. Wie niedlich. Ach, danke schön. Mensch, du hast viel zu viel eingepackt. Da muss ich noch mal mit dir sprechen. Schreiben. Oh, tolle Serviette. Das fühlt sich nach irgendwie so einer Schachtel an. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Ach Mensch, du bist doch auch verrückt, ey. Packst mir Memo-Papier ein. Sticker-Flakes. Flatbags. Oh, eine Lichterkette. Da habe ich schon zwei von, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich habe noch eine Ecke frei, wo ich die noch hinhängen könnte. Die sind echt toll. Dankeschön. Eine Ecke habe ich noch frei. Dafür. Oder? Ich gehe mein eigenes Wohnzimmer gerade nicht. Aber ich meine schon, dass ich noch eine Ecke dafür frei habe. Dankeschön. Oh Mann. Ein Sticker vielleicht? Wir werden das Geheimnis lüften. Und zwar jetzt. Oh, das sieht nicht nach Stickern aus. Och Mensch, was machst du denn? Oh, da wüsste ich gerade, wem das gefallen würde. Du bist doch... Ja, du wirst von mir dann auch Memo-Papier bekommen. Süß. Elisabeth, du kannst mir... Ja, ich spreche jetzt Elisabeth an, weil sie mag sowas mit Weltraum. So, Elisabeth, du kannst mir mal schreiben, ob du das hier hast. Wenn nicht, dann opfere ich es für dich. Also, opfere ich es für dich. Also, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich nur dieses hier vielleicht weitergebe, weil ich weiß, wie sehr die Elisabeth so Weltraumsachen liebt. Und der hat da seine Kekse verloren, ne? Oh, ist das cool. Gibt es diesen Block eigentlich noch? Du hast echt tolles Memo-Papier, voll schön. Ach, guck mal, das sind sehr... Das kenne ich noch hier von der Swantje. Das hat sie ja mal auf so einen Karton geklebt, den wir uns immer hin und her geschickt haben. Oh, da kann man so ein Sargbriefchen basteln. Cool. Ei, Hasis. Hasis. Mann. Gott, das gibt's doch auch in kleiner, oder? Ich meine schon. Uff, das fühlt sich irgendwie anders an als die anderen Blätter. Ist das normal? Oh nein! Mami-Goma-Umschläge. Oh, noch zwei Stück davon. Mann. Süß. Oh, was ist das da? Ein Hund, der sein Popöchen zeigt. Ach, das ist auch ein Umschlag. Der
Der guckt aber auch irre, ne? Oh nein, der Wolf und die sieben Geißeln. Oh nein. Och, das ist ja witzig. Der hat sich aber sehr gut versteckt. Ach Gottchen. Das ist ja niedlich. Eigentlich ist das ja eine sehr brutale Geschichte, aber. Sind die süß. Auch ein Umschlag. Oh Mann. Da schmilzt mein schwarzes Herz wieder dahin. Und da hat sie mir zwei von diesen Tüten eingepackt. Ach, Minno. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich das hier vielleicht weitergebe. Das werde ich dann irgendwie in unseren, ne, in unseren Adventskalender, werde ich das irgendwie reinschmuggeln. Wenn ich es darf. Ne? Du bist doch verrückt. Du hast viel zu viel eingepackt. Dann haben wir hier noch so einen Umschlag. Hast du eine ATC-Karte gemacht? Ach. ATC, The Walking Dead, Mai 2017. Da ist Wicks Gesicht. Fight the Dead. Fear the Living. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne, es sind immer die Menschen, immer irgendwie die Menschen, wovor man eher Angst haben sollte. Weil sie halt so, ne, ihr kennt das ja. Die Zombies, die sind, naja, da gewöhnt man sich dran, man weiß, wie man die töten muss, aber also Menschen dann, die dann da voll abgedreht sind und so. Naja. Vielen lieben Dank für diese Karte. Die ist echt cool. Eine coole ATC-Card. Das ist, glaube ich, meine zweite jetzt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe sowas noch nie gebastelt. Huiuiui. Dann haben wir hier noch sowas. Das jetzt vielleicht Sticker? Wir werden das Geheimnis lüften. Ja gut, dieser Wirten kann man jetzt eh nicht retten. Das sind Sticker. Oh Mensch, du. Hier haben wir einmal Mulan. Mensch. Ach, da haben wir so einen süßen. Ist das der Panda mit dem Marmeladenglas? Nee, ne? Marmeladenglas, mit dem Milch meine ich. Nee, das ist der, glaube ich, nicht. Ich mag es gar nicht versuchen auszusprechen. Ichigono Panto? Oh mein Gott. Eine Unterhose. Da auch. Süß. Yeah, ein Hasi. Ach Gott, ist das schon wieder. Ach, Hasis. Du guckst aber auch anscheinend sehr aufmerksam meine Videos. Ne? Hasis. Kawaii. Kawaii. Memo-Papier. Halloween. Flatbacks. Stickerflakes? Walking Dead? Schneemänner. Ja, sie guckt sehr aufmerksam meine Videos. Das freut mich natürlich, aber das ist alles trotzdem viel zu viel. Ich weiß gar nicht. Ja, ich pack das jetzt so hin.
Da muss ich noch mal ein Wörtchen mit dir schreiben. Ne? Oh, das fühlt sich nach Stifte an. Bleistifte, Radiergummi. Oh, ich krieg schon wieder Hunger, merke ich gerade. Was ist das denn? Sag mal. Entschuldigung. Sag mal, was soll das? Warum? Oh mein Gott. So ein schönes Set an Spitzer-Radiergummi, Stiftekappe und so ganz viele. Boah, 8 Stück sind da drin. 8 Bleistifte. Must have. Du bist doch verrückt, dass du mir sowas hier schickst. Und hier, was ist das? Das auch irgendwie Stifte? Und es gibt ja diese, die man so komisch aufdrehen kann. Kann man das so? Nee, das bleibt jetzt so, ne? Das kann man nicht irgendwie noch. Nee, das kann man nicht rausziehen. Das bleibt dann so einmal in grün. Ich habe hier gerade so einen. Musste ich jetzt einfach mal ausprobieren. Schnuffig. Was ist das für eine Farbe? Blau. Das wird dann gelb sein. Ja. Gott, ist das schnuffig. Oh, die kann man gar nicht hinstellen, oder? Doch, die stehen. Das ist ja super. Verrückte Nudel, du, was packst du mir denn alles hier ein? Vielen lieben Dank dafür. Schnuffig. Ich weiß nicht mehr wohin. So, jetzt kommen wir aber hier zum letzten Päckchen. Fühlt sich nach einer Müllpackung an. Uiuiui. Ich komme mir gerade vor wie Geburtstag oder Weihnachten oder Sag mal, bist du denn verrückt geworden? Also, da muss ich aber mal mit dir schimpfen jetzt. Was? Warum? Das war doch bestimmt voll teuer. So ein Zombie-Kopf. Da schickt sie mir einen Zombie-Kopf. Oh, das sind Preise. Also, ich. Ja, so sehe ich morgens aus, wenn ich in den Spiegel schaue. Oh was machst du mit mir? Oh Mensch, du bist doch verrückt. Aber ich bin immer kurz davor, deinen Vornamen zu sagen, aber ich mache es nicht. Ne? Miss Clutterbug? Ich weiß echt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das ist doch der Wahnsinn, Mensch. Ja? Den kann man so ein bisschen bewegen. Was passiert denn hier?
muss mal gucken. Was heißt das nochmal? Groaning. Ah, der stöhnt anscheinend, ne? Wegen Zombie halt. Ja, das bin ich. Morgens. Ach, den Spruch kenne ich noch. Alle, die keine Zombies mögen, schaltet ab. I'm trying. Ich erinnere mich. Echt so cool, so Zitate mit drin. These people are my family and if you hurt them in any way, I will kill you. Da ist wieder dieser Blick. Da ist er wieder. Der Wick-Blick. Yay. Oh. Da haben wir nochmal schöne Menschen. Ja. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Ach, Carol. Rick und Daryl in Action. Daryl, the longer they are, they become what they really are. Oh, das ist auch ein cooles Bild. Das Carol. Das war übrigens voll cool. What we need to do and when we get to the accomplices, how we survive. We tell ourselves that we are the walking dead. Wahnsinn. Ist da überhaupt eine Batterie schon? Wie cool ist das denn? Du bist doch bekloppt, Mensch, mir sowas zu schenken. Wahnsinn, das ist so Gummi. Krass. Du bist doch verrückt. Also, ich weiß, ich sag's jetzt schon zum 100. Mal, aber ich. Da muss ich noch mal mit dir, ne? Das geht ja so nicht. Der kommt zu meiner Walking Dead Sammlung, zu den Actionfiguren, die ich habe. Wahnsinn. Oh, mein Auge juckt. Entschuldigt, ich muss da kurz, das macht mich total wahnsinnig. Also ich bin fertig jetzt, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier erzählen soll. Meine Güte. Ja. Meine Liebe. Ich weiß echt nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich gerade sagen soll. Ey, das ist doch echt. Ja. Perfekt. Also ich kann nichts anderes dazu sagen. Also, erstens ist das alles viel zu viel, wie gesagt, viel zu viel für einen Buchboxtausch. Also. Ja,
zweitens, also sie schaut echt sehr aufmerksam meine Videos. Also, ne, so Walking Dead, die Kawaii-Sachen, Halloween-Sachen, Flatbacks, Memo-Papier, Sticker-Flakes. Sie hat mir noch eine ATC-Karte gebastelt. Wahnsinn. Hier nochmal Walking Dead. Also, ich bin platt. Ich mag das. Ja, total tolle Buchbox. Guck mal, hier haben wir noch diese süßen Lebkuchenmännchen. Die sind auch total schnuffig. Meine Güte, so viele Sachen. Viel zu viel. Das Memo-Papier. Ich werde bekloppt hier. Also, ja. Vielen, 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 vielen lieben Dank für alles. Das ist ja eine wunderschöne Tauschpost. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss da nochmal. Ich muss da mit dir schreiben und. Weil eigentlich war ich jetzt gar nicht auf so einen größeren Tausch vorbereitet. Und eigentlich mache ich ja nicht so Tauschpakete mit Leuten, die ich jetzt nicht so kenne. Ich meine, das ist ja schon Tauschpäckchen-Niveau, ne? Also eigentlich kann ich mir das dieses Jahr nicht mehr erlauben, so ein Tauschpäckchen zu machen. Aber egal, ich werd ihr noch schreiben und ja, das dann mit ihr dann. Ich kann nicht mehr. Was hast du mit mir gemacht? Und oh mein Gott, ich habe mir echt sehr, sehr viel Zeit gelassen jetzt mit dem Video. Es tut mir leid, aber ihr müsst verstehen, das kam jetzt so unerwartet und ich bin ja platt jetzt. Also, aber viele von euch mögen ja lange Videos und alle anderen, ja, ihr müsst es euch ja nicht anschauen, ne? Wenn ihr lange Videos nicht mögt. Aber das verdient einfach ein langes Video. Ja. Vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Tausch. Ja, jetzt kann ich meine Buchbox ja noch nicht losschicken. Also da fehlt ja dann noch einiges, was ich dazu packen muss. Ja, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn das noch ein bisschen dauert. Aber na, wie gesagt, ich schreibe ihr nochmal. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Danke nochmal an alles. Du hast echt an alles gedacht. Das ist der Wahnsinn. Die ist auch übrigens total süß. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.